Für die Erstellung eines Glossars können Etherpads verwendet werden. Ich benutze hier die Seite von Zoompad. Um ein neues Pad zu erstellen, drücken Sie auf Neues Pad. Dies funktioniert in den meisten Fällen ohne Registration. In der oberen rechten Befehlszeile finden Sie das Teilen-Symbol. Dort finden Sie den Link, den Sie Ihren Schülern zum Bearbeiten dieses Pads schicken können. Rechts nebendran finden Sie die Übersicht, wer alles an diesem Projekt mitgearbeitet hat und sich eingeloggt hat. Das eigene Farbschema kann man selber durch Klicken des Farbbuttons ändern. Ich habe für mich die Farbe Blau ausgewählt. Hier unten sehen Sie eine Vorschau der Farbe, die gewählt wurde. Als nächstes können wir anfangen, das Dokument zu bearbeiten. Ich gebe nun die Überschrift Glossar ein und formatiere das Ganze als Überschrift. Danach kann man verschiedene Begriffe eingeben und die ebenfalls als eine Überschrift 2 zum Beispiel deklarieren und dann darunter die Begrifflichkeit erklären. So kann gemeinsam ein Glossar erstellt werden. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.